Eine wichtige Entscheidung für Amtshaftungsrecht. 23.000 Euro Schadenersatz hat das Oberlandesgericht Frankfurt zugesprochen, allerdings nur in Anführungszeichen eine Kita-Pflichtverletzung. Bei einem unzumutbaren Kindertagesplatz muss der Landkreis 23.000 Euro Schadenersatz als Verdienstausfall bezahlen. Welcome at Familienrecht bei Michael Langhans. Schön, dass ihr auf meinem neuen Kanal hereinschaut. Das Thema Amtshaftung wird uns sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch begleiten, aber heute eben diese neue Entscheidung. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat entschieden, lasst mich mal kurz das Aktenzeichen gucken, Urteil vom 28.05.2021, Aktenzeichen ist die 13U436 aus 19, dass für den Zeitraum zwischen März und November, bis ein adäquater Kindertagesplatz zur Verfügung gestellt wurde, ein Lohnausfall von 23.000 Euro bezahlt werden muss. Das klingt jetzt erstmal relativ viel. Ihr kennt ja die Berechnungsmethode, die ich in verschiedenen anderen Verfahren, sage ich mal, schon vorgestellt habe. Und für mich stellt sich immer die Frage, kann ich diesen Schadenersatz, diese Entscheidung hochrechnen, auch für Kindesentziehungen? Denn Eltern, deren Kinder entzogen wurden, haben oftmals genau das Problem, dass sie eigentlich nicht in der Lage sind zu arbeiten und deshalb ein erheblicher Lohnausfall besteht. So also auch in diesem Fall. Die Möglichkeit für eine Kindertagesbetreuung bestand zwar, aber eben so weit weg, dass Lohnausfall aufgrund der Distanzen bereits bestanden hat. Und deshalb 23.000 Euro, rechnet man das hoch, kommen wir allerdings nur auf 100 Euro pro Tag. Wenn man es jetzt noch auf Nettoarbeitstage hochrechnet, ist es noch ein bisschen mehr. Also erheblich weniger als die Entscheidungen, die ich in dem Bereich bisher herausgearbeitet habe. Trotzdem eine Entscheidung, die man sicherlich als aktuelle Entscheidung immer heranziehen kann. Letztlich ist das Ziel der Amtshaftungsklage im Sorgerecht ja auch nicht, möglichst viel Geld abzukassieren. Geld ist ja nur das Mittel zum Zweck, um hier entsprechend den Druck aufzubauen. Nein, es geht ja darum, eine Rückführung positiv zu beeinflussen. Und dafür mögen auch 100 Euro pro Tag oder 96 Euro irgendwas durchaus geeignet sein. Wie seht ihr es? Welcher Tagessatz in Anführungszeichen ist bei einer ungerechtfertigten Obhutnahme angemessen? Und welchen Tagessatz sollte man auch im Schmerzensgeldbereich bei nicht zur Verfügungstellung eines Kita-Platzes aussprechen? Diskutiert es mit mir unten in den Kommentaren.